Insat TV. Land und Leute sind unsere Stars. Jetzt ist es Gewissheit. Das lange diskutierte Geothermieprojekt Ried-Mernbach ist auf Schiene. Kürzlich stellten in Linz die zukünftigen Betreiber Energie AG, Energie Ried und eine Betreiberfirma aus Mernbach das Projekt vor. Über 100 Grad heißes Wasser soll in Zukunft die Wärme und teilweise Energieversorgung der Stadt Ried und der Gemeinde Mernbach unabhängig von fossilen Brennstoffen wie Gas, Öl und auch Strom machen. Mit der Energie AG Oberösterreich ist ein einerseits erfahrener Riese an Bord, andererseits sind damit auch die finanziellen Risiken abgesichert. Dazu Generaldirektor Dr. Leo Windner. Wir sind als Kooperationspartner hier aufgetreten und treten auch in die Gesellschaft ein, weil wir schon einschlägiges Know-how hier entwickelt haben, gerade bei den früheren Projekten in Altheim und ganz besonders natürlich in Braunau-Simbach. Und die Prämissen für das Projekt in Mernbach-Ried sind dergestalt, dass man durchaus optimistisch an das Projekt herangehen kann. Mit wie viel Geld geht hier die Energie AG in das Unternehmen? Das Gesamtprojekt kostet in der ersten Etappe 30 Millionen Euro. Und es ist kein Geheimnis, dass die Energie AG mit 40% an diesem Projekt beteiligt sein wird. Ried ist die erste größere Stadt in Österreich, die auf erneuerbare Energie umsteigt. Die Bohrungen erfolgen im Jänner 2010. Bereits im Jahr 2011 ist mit dem Anschluss von ca. 150 Gebäuden zu rechnen. Mit 2014-15 rechnen wir damit, dass bereits mehr als zwei Drittel aller Objekte angeschlossen sind. Und ab 2020, das entspricht unserem Leitbild, soll weitgehend eine flächendeckende Versorgung mit Geothermie erfolgen. Wichtig ist aber dabei, dass wir ja nicht nur unter Anführungszeichen geothermische Wärmeversorgung in Ried anbieten, sondern selbstverständlich auf Vielfalt setzen. Zu Vielfalt gehört auch, dass die Kombination mit Hackschnitzeln, mit Solarenergie, mit Photovoltaik und dergleichen erfolgen kann. Jedenfalls ist es das Ziel, dass wir von fossilen Energieträgern wegkommen, damit Versorgungs- und Preissicherheit gewährleistet ist. In den letzten Monaten ist es unter Federführung des Wasserlandesrates gelungen, die gesellschaftsrechtlichen Grundlagen für dieses Gemeinschaftsprojekt zu entwickeln. Ich habe sehr für dieses Projekt gekämpft, habe mich wirklich eingesetzt, damit es hier zu einer gemeinsamen Lösung von Ried und Mernbach kommt. Früher hat es ja zwei Interessentengruppen gegeben, jetzt haben wir eine gemeinsame Lösung, das war notwendig, sonst wäre das Projekt überhaupt gestorben. Eine großartige Sache, erstmals stellt eine größere Stadt in Österreich flächendeckend auf erneuerbare Energie um. Das wird der Region vor allem stabile Preise bringen, ganz, ganz wichtig in Zeiten wie diesen, denn das Heißwasser wird in 20 Jahren nicht teurer sein wie jetzt. Ganz im Unterschied zu anderen fossilen Energieträgern, die laufend im Preis steigen. Der zweite große Vorteil, Unabhängigkeit. Eine Gaskrise kann dann den Rädern und den Mernbachern wurscht sein, gleichgültig sein, das wird man entspannt sich anschauen können. Und der dritte große Vorteil, natürlich der Klimaschutz, rund 15.000 Tonnen weniger CO2-Emission jedes Jahr. Das ist also auch ein großer Schritt in diese Richtung. Für Mernbachs Bürgermeister Peter Bann stehen rosige und heiße Zeiten ins Haus. Erstens einmal sind wir alle angehalten, dass wir umweltsaubere Energie nützen und verwenden. Das ist einmal das eine. Und zum Zweiten ist es sicher für die Ansiedlung von Betrieben ein Standortvorteil, wenn man eine günstige und saubere Energie anbieten kann. Mehr als 1000 Fernwärmeanschlüsse sollen im Endausbau die derzeitigen Erdgasheizsysteme der Rieder und Mernbacher Bevölkerung ersetzen. Damit können bis zu 15.000 Tonnen CO2 pro Jahr eingespart werden.